So, ich hoffe, ich bin auch gut Laser. zu verstehen. Habe mich zugeschaltet und freue mich jetzt dabei sein zu können. Hatten ja schon eine relativ spannende Woche, letzte Woche und diese Woche hinter uns mit US-Wahlen und so. Jetzt allmählich kommt so ein bisschen Ja. Beruhigung in die Märkte, aber wir werden mal gucken, was wir trotzdem machen können. Freue mich, euch in der nächsten Stunde so ein bisschen, zeigen zu können, wie ich so vorgehe, wie ich versuche, meine Chancen zu finden. Und wie ich generell arbeite, ja, das und natürlich können wir auch die Zeit nutzen. Die erste Stunde ist immer so eine Phase, wo der Markt noch so ein bisschen Richtung sucht, wo wir bestimmt auch die ein oder andere Frage beantworten können. Da werden wir auch Zeit für. Ich wollte dich auch noch was fragen, und zwar, früher war das ja so, dass die Eurex um 8 Uhr begonnen hat. Jetzt ist es ja so, dass die in der Nacht beginnen, um 1 Uhr, 1:15 Uhr jetzt genau, nach Winterzeit. Hat sich da an deinem Trading irgendwas verändert? Also machst du da irgendwas anders oder ist das eigentlich so geblieben? Also wenn man das Volumen anschaut, also wann tatsächlich dann wirklich was losgeht, das ist eigentlich alles auf dem Vormittag geblieben. Das heißt, da hat sich nicht wirklich viel verschoben. Trotzdem gibt es ein paar Vorteile dadurch, dass die Eurex ihre Sitzung erweitert hat. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nachts dann aufstehe und da was handeln muss. Da schlafe ich ganz in Ruhe. Aber man hat schon mal ein bisschen Vorteile, dass man natürlich diese Gefahr von großen Gaps, die man früher mit dem S&P oder so hatte, dass man das ein bisschen vermindern kann, beziehungsweise dass man dann auch seine Stoppsetzung in der Nachtsitzung durchaus mal machen kann, wenn man eine Übernachtposition hält. Das heißt, dass man vielleicht ja, manchmal ein bisschen länger wach bleiben muss, weil man eben die Order erst wieder neu für den Tag reinstellen muss. Aber definitiv hat man ein bisschen die Möglichkeiten, hier noch ein bisschen besser seine Risiken zu managen als vorher. Für den einzelnen Handel, finde ich, macht das gar nichts aus. Also die Strategien, die ich vorher gemacht habe, die funktionieren immer noch genauso. Wir haben so ein paar Eröffnungsstrategien, also die laufen immer noch ganz gut. Da haben sich eigentlich keine großen Veränderungen ergeben. Und ja, für den Trader selber, der muss jetzt auch nicht früher aufstehen und der muss jetzt auch nicht länger wach bleiben oder so. Also die Haupthandelszeiten an der Eurex bleiben weiterhin eigentlich 8 bis 10 Uhr ist dieser grobe Block und dann nochmal 9 bis 17 Uhr vielleicht dieser intensive Block. Ne? Also, wenn dann wirklich der europäische Handel startet, wird spannend an der Eurex, so Richtig, kann man es richtig, vielleicht genau. sagen. Ich mache es zum Beispiel für mich so, ich handle ja wirklich das breite Spektrum an Märkten und es ist eigentlich für einen Trader unmöglich, von 8 Uhr bis abends 22 Uhr konzentriert davor zu sitzen, dass ich mir Zeiten rausgesucht habe, wo ich aktiv handle, wo ich auch hohe Aufmerksamkeit dem Markt richte. Das heißt, es ist so, ich bereite mich zwischen 7 und 8 Uhr vor, dann geht es eigentlich 8 Uhr los. Das ist ein bisschen wie so ein Warming-up, weil meistens zwischen 8 und 9 auch noch nicht so viel passiert, außer wir hatten jetzt News wie US-Wahlen oder andere Sachen. Und dann geht es so von 9 bis 11, das ist ein sehr aktiver Bereich. Da sucht der Markt normalerweise auch seine Richtung für den Tag. Da findet er sie häufig auch. Und das handle ich dann sehr intensiv. Und dann wird meistens nachmittags nochmal mit Beginn US-Markt nochmal ein neues Kapitel aufgeschlagen an der Eurex. Dann orientiert man sich auch sehr stark, was passiert in den USA. Und ja, dann handle ich nochmal also aktiv so von 14:30 bis 17 Uhr. Das heißt nicht, dass ich außerhalb dieser Zeiten gar nicht handle und das heißt auch nicht, dass ich Positionen nicht laufen lasse über diese Zeiten, sondern das ist sozusagen, wo ich einen sehr starken Fokus auf den Markt lege, also wo ich mir das sehr, sehr genau alles angucke, wo ich auch wirklich aktiv meine Trades durchziehe und in den anderen Zeiten sehe ich dann zu, dass ich mich ein bisschen zurücknehme, dass ich auch genug Pausen habe und all diese Sachen. Ja, super. Okay, ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt durch. Ich gebe dir mal den Bildschirm hier rüber direkt. So. So, Ja, voilà, da sind wir. jetzt müssen wir mal gerade gucken. Ja, okay, da sehen wir erstmal den. Ich habe hier Super. drei Bildschirme, deswegen musste man gerade gucken, welchen Bildschirm wir denn dann auch sozusagen sehen und welchen wir zur Verfügung haben. Und was wir jetzt hier sehen, ist erstmal DAX mit der Nachtsitzung. Also ich habe hier eigentlich zwei sogenannte Templates, dass wir hier DAX ohne diese Nachtsitzung, also mit diesen klassischen alten Handelszeiten, 8 bis 22 Uhr. Da sieht man sie natürlich, der sieht ein bisschen anders aus von der Tendenz her, sind natürlich beide gleich. Die Analysen mache ich ganz gerne eigentlich in dem Kernmarkt, also da, wo wirklich das Volumen auch da ist. Aber ja, man sieht hier, ne, in der Nachtsitzung hier unten ist kaum Volumen, da passiert nicht viel und dann sind diese Preise eben auch nicht so intensiv zu bewerten wie die anderen.
Im Ergebnis kommt aber meistens das Gleiche dabei raus. Das heißt, das sind kleine Feinheiten, die ich da betrachte. Also der erste Schritt, den ich erstmal mache, ist immer so die letzten 14 Tage so ungefähr zurückzuschauen und gucken, gibt es in dem Markt einen Trend? Und das definiere ich mit Hochs und Tiefs, diese Trends. Das sehen wir hier eigentlich ganz schön. Wir haben hier einen ganz klassischen Aufwärtstrend, der begann eigentlich schon leicht vor, oder begann mit der US-Wahl hier, also leicht kurz davor. Und das war so diese Phase der Unsicherheit, die vor der US-Wahl war hier unten. Das mag die Börse immer nicht. Und sobald dann eigentlich klar ist, okay, Wahl ist gelaufen, und da ist es wirklich egal, wer da gewählt wird, dann kommt eigentlich das ganze Geld, was im Moment an der Seitenlinie nur wartet, angelegt zu werden, weil wir haben ja immer noch eine Situation, ja, wo man fast nirgendwo noch eine ordentliche Rendite kriegt, außer am Aktienmarkt. Ja, das wartet eigentlich nur wieder zurück in den Markt zu strömen. Sehen wir jetzt hier auch steigende Hochs und steigende Tiefs. Und das heißt, für mich ist das ein klassischer Aufwärtstrend auf dem Stundenchart. Also das ist hier der Stundenchart, den ich handle. Und das ist für mich eben auch eine wichtige Information. Ich nehme den Markt immer so auseinander, indem ich morgens eine Analyse mache, und hier auf dem Stundenchart stellen wir jetzt ein, ja, der ist ganz klassisch aufwärts gerichtet und der ist auch strong up. Was heißt das hier? Also das, warum mache ich den Pfeil hier nach gerade oben? Weil wir diese Hochs und Tiefs gar keine Überschneidung haben. Das heißt, es ist wirklich ein Markt, der mit Karacho nach oben läuft im Moment. Das ist immer schön, wenn man da unten drin ist. Ist immer schwierig vom Traden her, wenn man nicht drin ist, weil man muss natürlich ein gutes Risk-Reward-Ratio finden. Also Chance-Risiko, wo steigt man da eben entsprechend ein? Ich steige immer gerne eigentlich ein, wenn der Markt auf alte Hochs zurücksetzt. Das ist aber jetzt im Moment, sehen wir hier, mal 500 Punkte entfernt, und es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir das heute in einem Tag erreichen. Also muss ich das für mein Daytrading, die Zonen so ein bisschen anpassen. Aber ich versuche mit diesen Analysen ein bisschen die Großwetterlage immer so am raus auszumachen. Das heißt, wie ist denn überhaupt der Trend? Das Gleiche mache ich eigentlich auf dem Daily Chart auch. Das heißt, ich gucke mir den Daily Chart an, und da sehen wir tatsächlich, haben wir so ein bisschen anderes Muster. Wir haben natürlich hier auch diese steigenden Hochs und Tiefs. Das heißt, das Muster ist hier eigentlich für lange Zeit intakt gewesen nach Corona. Und dann hat sich hier vor der US-Wahl mal so eine kleine Abwärtsbewegung entwickelt. Die ist aber einzuordnen erstmal als Korrektur dieses Aufwärtstrendes. Und mehr war das nicht. Und man sieht eigentlich auch schön, es hat hier diese Korrekturziele hier unten idealerweise erreicht. Und von diesen Korrekturzielen, ja, es gibt so typische Korrekturen, die der Markt macht, ein Drittel, die Hälfte, zwei Drittel. Manche betrachten das auch mit den Fibonacci-Zahlen, aber es reicht eigentlich hier, dieses ein Drittel, zwei Drittel und die Hälfte zu machen. Und ja, das war ein typisches Korrekturniveau eines Aufwärtstrendes. Und man sagt eigentlich auch immer, je knapper die Korrektur ist, umso stärker ist der Trend. Das heißt, wir sehen auch hier, dass der Markt keine 50% und auch keine zwei Drittel geschafft hat von dieser Aufwärtsbewegung. Ist eigentlich auch ein typisches Zeichen für Stärke. Und er ist dann wieder zurückgekehrt nach oben, hat jetzt dieses Hoch hier mit rausgenommen, und deswegen ist er auch nicht in einem Abwärtstrend. Er hat aber diesen Aufwärtstrend, den er vorher gebildet hat, auch noch nicht wieder aufgenommen. Und deswegen trade ich im Moment auf Daily so wie einen Seitwärtsmarkt, natürlich mit einer leichten Aufwärtstendenz. Das heißt, also auf Daily ist er hier nicht strong long, also vielleicht choppy long. Oder aber eben seitwärts. Das ist ein bisschen eine Geschmackssache, wie man das eben entsprechend einstellen möchte. Das hat viel mit der, komme ich gleich zu, Aggressivität zu tun, die ich trade. Und dann gucke ich mir den Chart immer noch mal auf dem 15-Minuten-Chart an. Das heißt, ich gehe dann hier hin, gucke, wie sieht das Ganze denn in einem kleinen Timeframe aus, 15 Minuten. Und ja, da sehen wir eben, haben wir nach dieser starken Aufwärtsbewegung, die wir hier, nach der Wahl und dann insbesondere bei Bekanntgabe hier, dass ein Impfstoff kurz vor der Produktion steht, also wirklich, dass der nicht nur gefunden ist, sondern getestet ist. Und das hat den Markt ja sehr stark nochmal katapultiert nach oben. Und wir sehen, jetzt ist er immer noch in diesem Aufwärtstrend, hat aber das Momentum, was vorher da war, so ein bisschen verloren. Und klassisch ist eigentlich, wenn man so ein Momentum hat, der Markt korrigiert so ein bisschen über die Zeit, versucht dann aber eigentlich dieses Momentum hoch nochmal rauszunehmen. Und das wäre für mich auch das ideale Szenario und das ideale Setup, was ich von dem Markt erwarte.
Aber, das muss ich auch direkt gleich sagen, ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt hier gleich in den nächsten Schub hineingehen. Da oben gibt es auf dem Chart extrem viele Widerstände. Und ja, das, was wir auf dem Daily Chart gerade schon gesehen haben, auf dem 15-Minuten-Chart, ist das Ganze auch eher so ein bisschen, wenn wir uns die letzten Bewegungen angucken, ist das eher so ein bisschen seitwärts gerichtet, sehen wir hier, ne, wenn wir uns die letzten 2, 3 Tage angucken, als dass das Ganze jetzt strong long ist. Und das heißt, wenn ich das alles so zusammenpacke, dann hängt das jetzt, sehen wir hier schon, wenn ich jetzt sozusagen, ich habe hier so eine Art, ja, das ist für mich. Ich bringe diese drei Zeitebenen zusammen über einen kleinen Algorithmus und jetzt zeigt sich eben hier unten und wir sehen jetzt hier, ja, letztendlich bleibt hier long übrig. Ja, das heißt, der Markt ist entsprechend long und jetzt geht es hier dann darum, okay, wie handle ich den? Und das ist dann immer mein nächster Schritt, die Aggressivität. 100 würde bedeuten, ich handle sehr aggressiv, ich handle auf einen 2-Minuten-Chart, ich handle mit großen Positionen. Null würde heißen, ich handle gar nicht. Meistens bewegt es sich auch irgendwo dazwischen. Und dadurch, dass wir jetzt dieses Filetstück, also die Wahl plus die Bekanntgabe von dem Impfstoff hinter uns haben und dann kommt meistens der Markt so ein bisschen ruppiger, trete ich jetzt nicht hier mal mit Vollgas oder so, sondern trete hier so ungefähr um die 50%. Warum ich das mache, ist, von den ganzen Strategien, die ich habe, haben wir hier verschiedene Strategien, die ich habe. Seht ihr, sind einige rot, sind einige grün. Das definiert im Prinzip, welche Strategien kann ich denn überhaupt und darf ich überhaupt handeln? Und welche möchte ich eben entsprechend handeln? Und für den DAX habe ich mir heute im Prinzip ja Folgendes ausgedacht in meiner Vorbereitung. Klar, Trend ist long. Das heißt, ich kann überlegen, wo könnte ich denn hier mal long gehen? Ja, das gucken wir uns jetzt auf dem Chart nochmal an. Und naja, ideal wäre natürlich, wenn wir so, wir nennen das so ein klassische ABC. Häufig sagt man, eine Korrektur steht auf zwei Beinen. Das heißt, wenn der Markt hier unten diesen Bereich nochmal testen würde, das wäre ideal. Wie gesagt, aber das ist auch jetzt von diesem Niveau immer noch relativ weit entfernt. Sicherlich nichts für heute Morgen. Und ja, dann können wir noch klassische Eröffnungsstrategien handeln. Und die klassischen Eröffnungsstrategien, die sehen so aus, da habe ich zwei Stück. Die eine ist definiert, dass häufig, wenn wir aus der Open Range ausbrechen, der Trend für den gesamten Tag vorgegeben wird. Ja, also ich zeige mal ein Beispiel. Nehmen wir mal den Tag hier. Die erste Kerze, das ist hier, sehen wir hier, wenn wir hier drauf gehen, das war heute Nacht. Das war nachts die Kerze. Nehmen wir vielleicht für die Open Range, nehmen wir vielleicht na, ohne Nachtsitzung den Chart. So, und häufig ist es so, wenn je nachdem, wenn der Markt diese Open Range verlässt, also hier, das ist eine Sondersituation wegen dem Gap, da hat er erst versucht, das Gap zu schließen, aber man sieht ganz gut, Ausbruch aus der Open Range nach oben ist dann häufig ein Zeichen, dass der Markt auch generell versucht, im Laufe des Tages long zu sein. Ausbruch aus der Open Range nach unten, dass er generell für den Tag short ist. Das ist so eine Idee, die wir gleich probieren können als Open-Strategie. Die andere, die ich aber heute lieber machen möchte, weil es hier so ein bisschen seitwärts ist, ist, dass ich eine Strategie mache, die nennt sich Return to Open, also Rückkehr zu dem Eröffnungskurs. Und die, das vielleicht nochmal gerade auf dem Chart gehen, die ist eigentlich ganz nett, gerade wenn der Markt ein bisschen seitwärts gerichtet ist, nämlich, dass wir häufig, egal was passiert, also selbst wenn wir so einen starken Newsmarkt haben, wie hier, häufig zu dem Eröffnungskurs zurückkommen, sehen wir hier. Sehen wir aber auch, wenn wir jetzt in den so 8 Uhr, wenn wir gestern den Tag uns angucken, ja, dann sehen wir, der Markt macht da auf, geht von der Eröffnung weg, kehrt zu der Eröffnung zurück. Das heißt, häufig Rückkehr zu dem Eröffnungskurs, also den wir um 8 Uhr haben, der wird häufig gern nochmal getestet. So. Was bedeutet das jetzt für den heutigen Tag? Also es würde für den heutigen Tag bedeuten, wir müssten uns mal gucken. Also wir haben den Eröffnungskurs, den haben wir hier bei 13.140 um 8 Uhr. Und da kehrt der Markt gerne häufig zurück. Jetzt sind wir nur 18 Punkte davon entfernt. Das ist natürlich jetzt für mich nicht attraktiv. Und was ich versuche, ist zu gucken, was sind denn die normalen Schwankungen um den Eröffnungskurs? Die normalen Schwankungen um den Eröffnungskurs, die
Die bestimme ich einfach, indem ich in den letzten Tagen schaue, was waren denn da die normalen Schwankungen um den Eröffnungskurs im Durchschnitt. Und wir sehen, das waren so ungefähr 68,8 im Durchschnitt, also 70 Punkte. Natürlich ein bisschen verzerrt durch diesen großen einen Tag, aber insgesamt, also dann können wir zwischen 60 und 80 Punkten so Schwankung um die Eröffnung erwarten. Und das würde für mich bedeuten, wenn wir jetzt mal die Strategie hier machen, da gehe ich jetzt hier auf den Chart. So, und dann markieren wir uns jetzt mal hier mit der horizontalen Linie den Eröffnungskurs. So, also 13.140. Das ist der Eröffnungskurs. So, und wenn ich jetzt sage 60 Punkte, 13.140, dann wären wir hier bei 13.200. Das wären ja hier 60 Punkte. Jetzt malen wir uns hier oben mal rein. Also das wäre hier. Und unterhalb wären wir hier bei 13.080. Das wäre hier in diesem Bereich. So, und das heißt, das ist im Prinzip die klassische Range, die er in der Öffnung in den letzten Tagen gemacht hat. Natürlich. Im Durchschnitt, ja, das haben wir gestern gesehen. Gestern eine ganz kleine Range, die war nicht handelbar, ja, weil da haben wir uns viel zu wenig bewegt gestern in der Range. Aber im Durchschnitt macht er das. Und das bedeutet, wenn der Markt sich jetzt zwischen 8 und 9 entweder nach da oder nach da stretchen sollte, also die Öffnung ein bisschen sich erweitert, dann würde ich sozusagen darauf wetten, dass der Markt zurückkommt hier zu dieser Öffnung, also dass er wieder an diesen Eröffnungskurs, dass er diesen testet. Das heißt, ich hätte hier für diese sogenannte BOR-Strategie, für die RTO-Strategie, Return-to-Open-Strategie, sorry, hätte ich zwei Punkte. Ich würde einmal oben verkaufen, ja, oder ich würde einmal hier unten kaufen, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Das kann ich im Prinzip, ja, 13.080, dann im Feintuning dann nochmal gucken, gibt es hier in dem Bereich vielleicht irgendwo Unterstützung oder Widerstände, sehen wir hier, haben wir auch. Dicken Unterstützungsbereich, gibt es hier Widerstände, sehen wir hier auch, haben wir auch. Das heißt, das sind eigentlich zwei attraktive Bereiche, wo man agieren kann und wo man eben entsprechend sagen kann, okay, da kann man seine Verkaufsorders entsprechend platzieren. Wenn man oben verkauft, so 13. Vielleicht nicht genau bei der 200, weil das eine glatte Zahl ist. Vielleicht kurz darunter. Und unten kann man eben, was hat man gesagt, 13.080 könnte man eben entsprechend versuchen zu kaufen hier in dem Bereich. Und wir machen das dann immer mit der Stoppsetzung so. Das können wir vielleicht uns gerade anschauen. Muss ich gerade da drauf. Das heißt, wir Würden wir würden vielleicht noch mal eine ganz kurze Zwischenfrage aus dem Auditorium. Wenn du jetzt diese Ranges definierst, spielt da das Nachtief auch eine Rolle oder blendest du das völlig aus? nee, das blende ich aus. Deswegen habe ich jetzt Ja, gerade auch nochmal okay. diesen anderen Chart genommen, Alles klar. Also 13.140. mit Gap sozusagen. Also genau, wenn entsprechend ein Gap ist, da ist, ich will nicht, das war das Ziel. 13.000. Ich will ja, dass wir zur Eröffnung zurückkommen. Nehmen wir an, wir würden bei 13.200 verkaufen. Ja, dann müssten wir eben den Stopp 60 Punkte höher, 13.260 machen. Dann sehen wir schon, haben wir ein CRV von 1. Und ja, das ist so. Jetzt müssen wir noch so. Und jetzt kann man zum Beispiel, wenn man jetzt, also wir sehen das jetzt, CRV von 1, 60 Punkte nach oben, 60 nach unten. Das ist hier der Mini-DAX. Und wenn man jetzt ein Konto mit 100.000 hätte und ein defensives Risiko nimmt von 0,5 und noch ein paar Abstriche macht, weil ich sage, der Markt ist choppy, ja, das passt, es ist neutral. Wenn ich das jetzt alles hier auf Top stellen würde, ja, dann könnten wir 500 € riskieren. Ich würde aber aufgrund dieser Sache etwas weniger riskieren, also 312 würden wir riskieren, könnten wir immer noch einen Kontrakt kaufen beim 100.000er Konto. Wenn wir es etwas aggressiver machen, sehen wir schon zwei und hier vier. Das ist jetzt mal auf 100.000 gerechnet für diese Strategie. Und das würde dann eben bedeuten, wenn wir das jetzt dann handeln, würden wir zum Beispiel einen Kontrakt im Mini kaufen, beziehungsweise verkaufen, je nachdem. Mit der Strategie. Das ist eigentlich ganz gut, weil
Mittlerweile mit diesen Mini-Kontrakten haben wir an der Eurex eine ganz tolle Größenordnung von 5 Euro den Punkt, wenn man bedenkt, dass der alte DAX fünfmal so groß war, haben wir hier wirklich die Möglichkeit, auch mit einem relativ überschaubaren Konto, sage ich mal, den Mini-DAX zu traden. Und man muss jetzt nicht unbedingt die 100.000, wie ich da eingegeben habe, benutzen, kann auch mit kleineren Konten im Mini-DAX traden, hat dann natürlich prozentual etwas höheres Risiko, aber immer noch ein vertretbares, ohne dass man gleich ja, Overtrading in seinem Konto macht und das vielleicht überstrapaziert. Ja, wir werden ja nachher auch noch den Achim Kahler hier im Programm haben von der Eurex selber. Der ist ja Produktmanager dort. Und der wird uns auch noch ein neues Produkt vorstellen. Es gibt nämlich seit Montag dann den DAX 50 ESG. Der hat sogar 1 Euro, 1 Punkt. Also insofern haben wir da auch nochmal eine Alternative. Und selbstverständlich kann man diese Produkte alle bei WhatsApp handeln. Ja, super. Weil das ist nämlich noch so ein kleines Gap, was dann hoffentlich die Eurex irgendwann mal schließt. Die USA haben ja schon diese Micros und dann wird es natürlich für den kleineren Trader wirklich, wirklich interessant, wenn er noch besser, noch kleinere, noch genauere Steuerung seiner Risiken vornehmen kann. Das ist immer möglich, wenn die Future-Kontrakte der Punktwert kleiner ist. Das ist ein riesen, riesen Vorteil. Ja, und ich muss eben sagen, ich bin eben absoluter Fan von den Futures, weil es einfach die fairesten Produkte sind und deswegen, ja, wenn man es irgendwie machen kann, würde ich das auch immer empfehlen, den Future zu handeln. So, okay, ich habe die Limite mal platziert, also das heißt, ich habe die mal reingepackt und wie gesagt, ich habe jetzt nicht die 13.200 genommen, so, und jetzt müssten wir hier eben 60 Punkte darüber machen, das wäre die 59, ja, so, und hier unten müssten wir eben einen Sell Stop 60 Punkte drunter machen, das wäre dann die 20, so. Und damit ist es im Prinzip, sage ich immer, schon angesetzt, was man morgens in der ersten Stunde macht, wenn der Markt choppy ist, wenn er seitwärts ist. Man versucht eben diese Return to Open zu traden. Diese Limite, die bleiben jetzt eigentlich so drin in der ersten Stunde. Wenn wir jetzt in der ersten Stunde eine No, ein Event haben, also wo nichts passiert, dass der Markt sich nicht viel bewegt, dann ist es auch wichtig, dass man das akzeptiert als Trader, dass man sagt, pass auf, ich bin dafür da, Geld zu verdienen und nicht jede klitzekleine Bewegung am Markt versuchen zu kapitalisieren. Also wo man versucht, ja, ach, wenn es heute keine große ist, dann muss ich in den kleinen Bewegungen hingehen. Nee, man hat wirklich die gute Möglichkeit, dass man darauf wartet, bis sich die guten Chancen etablieren, bis die da sind, bis man auch genug verdienen kann. Und typischer Fehler, der gerade von Anfängern gemacht wird, ist, dass sie sich so in diesem kleinen Client zerlegen. Ja, das heißt, dass die wollen 10 oder 15 Punkte traden, weil das auch das Gefühl von Sicherheit gibt, dass man die mal schnell hat. Ja, nur es ist unheimlich schwierig, in so einem Bereich vernünftiges Risk-Management zu machen, nämlich mit einem vernünftigen Stopp. Also, denn letztendlich müsste man den Stopp, um gute CRVs zu traden, Maximum auch 10 Punkte weit machen, eigentlich noch ein bisschen weniger. Und dann ist man da relativ schnell gestoppt, insbesondere wenn man mal morgens betrachtet. Das wird sich wahrscheinlich gleich ein bisschen verbessern, aber wir sehen jetzt, die Gelb-Briefspanne ist teilweise noch 2, 3 Punkte. Das heißt, ja, jetzt wieder 2, manchmal auch 1 Punkt, aber da ist jetzt nicht so viel Material, was da auch rumliegt in der ersten Stunde. Von daher macht das auch keinen Sinn, auf diese kleinen Bewegungen da zu gehen. Also ich versuche, wenn, dann ordentlichen, ja, ordentlich was zu verdienen. Das ordentlich bezieht sich natürlich immer auf die Schwankungsbreite, die der DAX generell ermöglicht, aber wir wissen, ja, ganz ehrlich, der DAX ist ein fantastischer Kontrakt, weil er häufig mehr als 100 Punkte am Tag schwankt. Und wenn ich die Trades aufsetze, warum soll ich dann irgendwie 10 oder 15 Punkte verdienen? Dann versuche ich einen Trade auch zu finden, der mir zumindest in der Planung mehr ermöglicht. Was dann später rauskommt, ist was anderes. Es kann durchaus sein, dass ich auch mit Trailing Stops und allem drum und dran später nur 10 Punkte verdiene. Aber das hängt dann vom Markt ab und das ist nicht sozusagen das, wie ich es geplant habe. Ja, planen versuche ich immer zumindest mal so 40, 50 Punkte im DAX mindestens
zu verdienen. Im Moment sind es eher so 60, 70, weil wir eben so eine hohe Schwankung auf dem Markt haben. Ja. Gut, also das ist erstmal so, den können wir jetzt erstmal quasi zur Seite schieben und können sagen, da warten wir mal ab, was da passiert, ob es da eine interessante Bewegung gibt und können uns dann einem zweiten Produkt widmen. Eigentlich mein absoluter Lieblingsmarkt. Ich muss allerdings sagen, ja, die EZB macht mir so ein bisschen Strich in den letzten Jahren durch meinen Plan in diesem absoluten Lieblingsmarkt nicht, also dahingehend, dass ich hier immer falsch liege, sondern dahingehend, das sieht man hier eigentlich schön, dass die großen Bewegungen einfach raus sind aus dem Markt. Wir hatten mal hier eine tolle Bewegung in der Corona-Krise, dieses Sell Everything. Diesen Sell Everything Plunge, wo ja im Prinzip ja, Portfolios bereinigt werden mussten. Aber insgesamt ist es so, wir wissen, dass die EZB noch und noch große Anleihekaufprogramme aufgelegt hat. Und hinter dem Bund Future stehen ja letztendlich Anleihen mit Laufzeiten irgendwie 18 Jahre so in dem Bereich. Und die sind natürlich Teil dieses Programms und das bedeutet, der Markt ist nach unten eigentlich ein bisschen abgesichert durch die EZB, dass die kauft dort die Anleihen. Nach oben ist aber auch nicht viel Fantasie, weil wenn man es mal anschaut, wo sind denn die Zinsen für diese langfristigen Anleihen, dann kommen wir eben auch leider auf einen Zinssatz von 0% quasi, also im Schnitt. Und ja, wir haben schon Emissionen vom Bund gehabt mit 0%. Und da muss man ja klar sagen, also wer das kauft, der hat ja als einzige Intention, dass er noch Gewinn nicht durch den Zins macht, sondern durch die Kurssteigerung, also mit der Hoffnung, dass die Zinsen noch weiter sinken. Und dann wird die Luft eben dünn, wenn wir hier im negativen Bereich schon sind. Das heißt, die Käufer, die leben im Prinzip nur davon, dass die Kurse wirklich weiter steigen. Nach unten hin fallen sie aber auch nicht richtig, weil die Notenbank den Markt manipuliert. Und dadurch haben wir so einen Markt, der ein bisschen tot ist. Und im Moment, das kann man hier ganz gut sehen, eigentlich ja in so eine Art Dreieck hineinläuft. Auch wenn wir hier gestern oder so ein bisschen rausgelaufen sind. Aber insgesamt sehen wir schon hier einen dicken Support-Level wieder angekommen ist. Das ist ein Markt, der ist aus Training-Gesichtspunkten langweilig, weil er wenige Tage hat, die wirklich gute Chancen für den Trader, ich rede hier von dem Trader, also von jemandem, der kurzfristig agiert, generieren. Es gibt natürlich Ausnahmen, ne, so wie hier der Tag mit dem Impfstoff, wie hier die Corona-Sache. Und es wird natürlich immer wieder auch diese Gaps, die ihr seht, das sind die Kontraktwechselgaps. Das heißt, das ist hier ein Endloskontrakt. Also es gibt immer wieder mal kleine Ausnahmen da, aber tendenziell ist das jetzt nicht mein Prime-Markt mehr, der eher die letzten 30 Jahre war. Ich habe mit dem Bund Future angefangen in den 90er Jahren. Das war auch eines der ersten Produkte damals der deutschen Terminbörse. Jetzt heutzutage heißt es ja Eurex. Damit habe ich damals angefangen zu traden. Und ja, das ist mal gucken, wie weit hier das Ganze jetzt, zurückgeht. Aber man kann das eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich ganz gut sehen. Wenn ihr mal zurückblickt hier, dann blicken wir im Prinzip auf 30 Jahre Peter Schiefermeier auch, weil hier habe ich nämlich wirklich, wirklich mit dem Start begonnen. Also damals, wie gesagt, deutschen Terminbörse. Und wir hatten eigentlich einen Markt, der war geprägt von einem Dauertrend aufwärts. Es gab natürlich immer mal wieder Phasen, wo die Zinsen auch gestiegen sind. Hier nach dem Platzen der Dotcom oder vor dem Platzen der Dotcom-Blase, zeitgleich im Prinzip. Vor der Finanzkrise hatten wir eine kleine Zinssteigerung. Wir hatten natürlich mal ein paar Phasen, aber tendenziell haben wir hier gesehen, es gibt immer mehr und mehr und mehr Geld. Die Zinsen, der Preis des Geldes sinkt und ja, wir hatten hier große Trends. Und jetzt ist der Markt gerade in so einer Phase, eigentlich schon, haben wir hier gesehen, 2017 war das schon, 16, 17,
uninteressant und jetzt hier. Also es gibt immer mal wieder solche Pausenphasen. Ne? Das sehen wir auch in der Vergangenheit in dem Chart, die durch verschiedene Sachen begründet sind. Auch hier hatte die Notenbanken eingegriffen. Das heißt nicht, dass das ewig so dauert, aber wir sind im Moment in so einer Phase, wo es einfach ein bisschen, ja, nicht ganz so spannend ist. Das heißt für mich aber nicht, dass ich diesen Markt jetzt gar nicht trade, sondern nur, dass er eben jetzt nicht auf der ja, höchsten Priorität steht. Da gibt es einfach Märkte, die moven im Moment für mich ein bisschen besser, die sind für mich ein bisschen interessanter. Aber natürlich versuche ich meine Handelssignale, die ich habe, also meine Strategien, die ich in den letzten 30 Jahren entwickelt habe, die versuche ich natürlich trotzdem umzusetzen. Und da haben wir beim Bund Future tatsächlich eine Besonderheit in den letzten Tagen gesehen, nämlich mit dem Tag hier. Ist ja auffällig, hatten wir eine relativ große Kursbewegung abwärts. Und diese große Kursbewegung abwärts in diesem Markt, die hatte die Besonderheit, dass die Tagesschwankung, die wir hier haben, mehr als das Doppelte der Tagesschwankung der üblichen Tagesschwankung ist. Also ein sogenannter, ja, wie nennen wir es, ein doppelter ATR-Tag. Ja? Und diese doppelten ATR-Tage, ich zeige euch das mal hier, diese doppelten ATR-Tage, das ist hier, seht ihr das Signal, diesen Pfeil nach unten, und ihr seht, das ist in letzter Zeit ganz selten vorgekommen, nämlich gar nicht. Und dieser doppelte ATR-Tag, das ist für mich ein sogenanntes Verkaufssignal. Und zwar, das setzt nämlich für mich den Trend, wenn wir hier wieder unsere Marktanalyse machen. Und wir schauen uns den Bund an. Also wenn ich hier auf den Bund gehe, Marktanalyse am Bund mache, dann ist der Daily unmittelbar abwärts, 60 Minuten ist unmittelbar abwärts und 15 Minuten ist erstmal unmittelbar abwärts an diesem Tag. Das heißt, wir hätten hier einen starken Short-Vorteil. Natürlich beginnt dann, sehen wir jetzt, wenn ich auf den 60-Minuten-Chart gehe, beginnt dann früher oder später vielleicht wieder Gegenbewegung. Aber hier haben wir die Gegenbewegung nur an diesen letzten Tops hier dran im Moment. Und wenn wir auf den 15-Minuten-Chart schauen, wenn wir uns den angucken, alle Zeichnungen löschen, so, und dann wesentliche Hochs und Tiefs einzeichnen, dann haben wir hier auf dem 15-Minuten-Chart das erste Mal, dass sich hier heute mit dem heutigen Tag sozusagen aufwärts sich gerichtet hat. Das bedeutet aber nur, okay, 15 Minuten hat sich Choppy Long entwickelt, alles andere bleibt hier Short. Und das heißt, wir haben hier immer noch einen großen Short-Vorteil. So, und das ist wiederum dann wichtig, wenn wir das hier uns anschauen. Das setzt nämlich für mich den Markt erstmal auf Short. Bedeutet, ich suche jetzt Gelegenheiten, wo kann ich denn im Bund Future agieren? Wo kann ich denn agieren, um vielleicht Short zu gehen? Und Short heißt nicht, dass man unmittelbar nach diesem Tag Short geht unbedingt, sondern vor allem, dass man Rücksätze abwartet an Widerstände, Unterstützungen, die da sind. Und da tun sich jetzt hier mehrere Bereiche auf. Also der Top-Bereich wäre der hier. Das wäre sozusagen aufgrund des alten Tiefs eine gute Short-Möglichkeit. Aber das ist ein relativ defensiver Bereich, weil er relativ weit weg ist. Der etwas aggressivere Trading-Bereich, der ist hier, wenn die letzte Abwärtsbewegung korrigiert ist, also hier in dem Bereich. Ja, das heißt, da sind wir. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, hier erstmal zu sagen, komm, dieser Trend, den wir hier gesehen haben, der hier auf Stundenchart auch abwärts war, der aber den doppelten ATR-Tag hier produziert hat, ja, der Markt ist short, zu sagen, okay, warum jetzt nicht hier einfach short gehen. Also man hat immer das Problem, wenn zwei Level da sind, gibt es ein aggressives und ein defensives. Und man kann nicht unbedingt sagen, dass das eine richtig ist und das andere. Das muss der Trader immer so ein bisschen aus Gefühl entscheiden. Das weiß man erst im Nachhinein immer. Und es ist tatsächlich so, wenn ich das aggressive Level nehme, bin ich wahrscheinlich beim Defensiven schon ausgestoppt. Deswegen ist die Frage im Trading immer nicht nur, wo gehe ich rein, sondern auch, wie aggressiv handle ich. Eine ganz, ganz interessante Frage und sollte den Trader ja, oder vom Trader systematisch beantwortet werden. Und für mich ist einfach die Regel, wenn ich so einen doppelten ATR-Tag habe, dann schraube ich meine Aggressivität immer ein bisschen nach oben. Das heißt, ich gehe hier immer erstmal in einem Aggressivitätslevel nach oben die nächsten Tage, weil die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung, eine unmittelbare Fortsetzung der Abwärtsbewegung einfach sehr, sehr groß ist. Woher weiß ich das? Na, indem ich 30 Jahre lang für diese solche Tage Statistiken gemacht habe. Statistiken heißt,
nicht, dass ich eine hundertprozentige Sicherheit jetzt habe, dass das funktioniert, weil das, wenn ich das hätte, würde ich all in gehen, logischerweise. Wenn ich 100% Sicherheit hätte, dann müsste ich kein Risk Management machen, sondern das heißt eigentlich nichts anderes, als dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Trade funktioniert, etwas größer ist als 50%. Da bleiben dann aber wahrscheinlich irgendwie 45, 40%, dass das Ding schief geht, was nicht weiter schlimm ist, weil wenn ich auch nur 50% richtig bin und auf einen Euro, den ich riskiere, 1,10 € gewinne, und so ist das Denken bei mir im Trading, langfristig Geld verdiene. Und so ist dieser ganze Trading-Ansatz. Das heißt, mir geht es nicht darum, Recht zu haben mit dem Trade. Mir geht es auch nicht darum, Trefferquoten von 70, 80, 90% zu produzieren. Eigentlich bin ich zufrieden, wenn ich auf einen Euro, den ich riskiere, 1,10 €. Mein Ziel ist immer 1,20 € im Durchschnitt zu verdienen. Also 1,2% vom, nicht 1,2, ist 1,2-fache meines Risikos im Durchschnitt. Ja, das heißt, es gibt Trades, da verdiene ich nur mein Risiko. Es gibt auch Trades, da verdiene ich das Doppelte oder Dreifache von meinem Risiko, aber im Durchschnitt eben dieses 1,2-fache versuche ich so anzupeilen. Und ja, ich weiß eben aus den vergangenen Statistiken, die ich geführt habe, nach solchen doppelten ATR-Tests ist einfach sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Markt zumindest versucht, diese Tiefs nochmal anzugreifen. Der muss gar nicht runter, aber dass er das probiert. Und deshalb habe ich mich entschlossen, hier eine Position zu machen. Das heißt, da habe ich dann eben entsprechend gesagt, okay, was ist denn, wenn ich jetzt hier im Future Short gehe, wo muss ich dann eben entsprechend meinen Stopp hinpacken im Bund? Also wenn ich jetzt hier bei 174,51 oder 53 war es, Short gehe und ich habe so ein Ziel, dass wir hier auf 174 einfach hier drauf fallen, 174 jetzt zum Beispiel nur und hätte meinen Stopp bei 175. Dann würden wir hier vom Chance-Risiko halt, das würde nicht passen. Ich habe es falsch rum gesagt, 174. So, und Stopp 175, so müssen wir es machen. Dann hätten wir ein bisschen besser als 1,13. Das würde schon theoretisch passen. Warum gehe ich jetzt hier nicht auf zwei oder dreifaches Risk-Reward, was eben viele Leute ja sagen, soll man machen? Naja, weil je weiter das Chance-Risiko-Verhältnis ist, umso unwahrscheinlicher ist auch, dass der Trade erfüllt wird, ne? Weil wenn ich jetzt ein dreifaches CRV trade, ja, dann hört sich das gut an, aber der Stopp ist ja viel, viel näher an meinem Einstieg als mein Ziel. Das ist dreimal so weit weg. Und die Chance, dass der Markt das erreicht, sinkt eben je weiter weg das Ziel ist. Deswegen bin ich gar nicht so ein Fan von so riesengroßen CRVs. Natürlich muss man darauf achten, dass man nicht unter 1 zu 1 geht, aber ja, dann hätte ich jetzt so ungefähr ein Setup hier für das und das wäre dann eben entsprechend ja, 1,13 Chance-Risiko-Verhältnis, was man da traden kann. Und ja, das ist das, was ich mir heute für den Bund Future ausgedacht habe. Also was ich hier eben entsprechend machen möchte. Und den Trade, den habe ich jetzt gerade sozusagen auch eingegeben. Der ist jetzt hier gerade drin. Also der läuft seit heute und Morgen. Und wie gesagt, die Zielzone ist jetzt nur hier unten. Ja, da könnten, würden wir auch sozusagen schon am Ziel rausgehen. Das wäre die Trade-Idee, die ich so heute für den Tag nehmen würde. Ja, Also und nochmal ganz kurz zusammengefasst, du hast jetzt im Bund Future gemessen, die ATR, die Average True Range, so ist das ja übersetzt. Das ist ja ein Indikator, den Wells Wilder mal entwickelt hat. Das misst die Volatilität, also die Schwankungsbreite. Und du sagst, wenn eine doppelte Schwankungsbreite als die durchschnittliche auftritt, dann ist das für dich ein Signal und zwar in die Richtung, in die der Markt dann ausbricht, sozusagen. Ja, also nicht nur aufgrund von Widerständen und Unterstützung oder so, sondern rein auf Basis dieser Schwankungsbreite. genau, auf Basis der Chancenbreite. Wir haben dann noch drei andere Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Ja. Aber das Wesentliche, die wesentliche Bedingung, die tatsächlich erfüllt sein muss, ist, dass wir diese doppelte ATR haben. Also dass wir mindestens das Okay. Zweifache der normalen Tagesschwankungen haben. Ihr seht hier unten in meinem Chart, eingeblendet ist auch immer die Average True Range. Die muss ich natürlich dann auf Daily stellen. Also Ja. wir sehen,
wenn ich das so, jetzt sehen wir, das waren so ungefähr, ja, also jetzt sind es 70, aber an dem, vor dem Tag, da waren wir so ungefähr bei 61. Das heißt, wenn der Bund Future dann mehr als 122 Punkte Tagesschwankungen hat in eine Richtung, das ist auch wichtig, dass die in eine Richtung sind, ne? Nicht, dass es erst hoch geht und dann runter geht und in der Mitte schließt, sondern dass diese Tagesschwankung, sieht man hier aber auch in der Kerze, in eine Richtung ist, dann ist das ein Signal eigentlich, dass sich das häufig weiter fortsetzt. Das war auch gestern und vorgestern schon der Fall. Jetzt ist es eben heute so, es gibt für diese Strategie zwei Varianten. Die erste wäre, wie gesagt, die aggressive hier einzusteigen, wo ich bin. Die zweite ist zu warten, bis wir hier hinkommen. Da seht ihr schon, wo jetzt mein Stopp ist. Und da fragt sich der eine oder andere immer, ja, soll ich denn nicht dann da warten? Da habe ich es doch besser. Wenn der Markt da oben hinkommt, ist es natürlich besser, aber wir wissen ja nicht, ob er da hinkommt. Und da muss man immer überlegen, wenn er nämlich nicht dahin kommt, dann und er direkt hingeht, dann hat man zwar ein defensives Limit, ist aber nicht dabei. Und der Nachteil beim aggressiven Limit, dass man manchmal zu früh dabei ist. Es ist eine Frage, die der Trader für sich selber beantworten muss, wie aggressiv trade ich. Ich habe durch diesen Ansatz vielleicht auch ein bisschen mehr Schwankungen in meinem Depot, aber und vielleicht auch ein bisschen mehr Trades, indem ich generell einen etwas aggressiveren Trading-Stil habe. Das ist aber letztendlich, gleicht sich das über die Zeit aus. Wichtig ist, dass man den Trading-Stil einfach gut anpasst an die Situation. Ja? Dass man nicht ständig super aggressiv handelt, dass man nicht ständig defensiv handelt. Ich habe mich jetzt eben hier aufgrund des Setups und so für einen etwas aggressiveren Trade entschieden. Ah, wir werden sehen, was damit passiert. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass der heute in der Eröffnung läuft, sondern dass der über den Tag läuft. Und ich gehe auch, normalerweise sehe ich zu, dass ich auch nicht initial ausgestoppt werde, sondern dass ich irgendwann mit einem sogenannten Trade Management beginne, meine Risiken sukzessive zu reduzieren. Ja, das heißt, zum Beispiel ein Scale-Out mache, zum Beispiel den Stopp hinterherziehe mit einem Trailing-Stop und dergleichen. Mit Ja. wie vielen Kontrakten bist du in der Position jetzt drin, wenn du von Ja, Scale-out ich habe. redest? Das sind jetzt fünf, das ist auf ein etwas größeres Konto gerechnet oder für ein etwas größeres Konto. Das entspricht aber immer noch einem Risiko von 0,5%. Ja, sogar bei Okay. 0,5% schlägt der mir eigentlich, ich habe ein bisschen Riskmanager immer als Tool, schlägt der mir sogar sechs Kontrakte vor. Ich habe jetzt fünf genommen. Ich habe da noch ein bisschen Gas rausgenommen. So, aber ja, letztendlich ja, ist das so ungefähr im Optimalbereich jetzt für die Positionsgröße. Das heißt, ihr seht auch hier, das ist vielleicht ein aggressiver Entry, aber die Positionsgröße, wenn das schief geht, das tut mir jetzt nicht wirklich weh. Ja. Ja. Ja, aber das heißt, wenn du jetzt das Risiko verringerst, weil du sagst, du willst ja nicht initial ausgestoppt werden, dann gehst du auf 4, auf 3, auf 2 einfach runter Genau. dann. Also verringerst Also die das ist Position. tatsächlich Okay. so, dass ich warte jetzt die Eröffnungsphase ab. Und dann, wenn ich merke, Mensch, der arbeitet jetzt heute Morgen weiter nach oben, dann sinkt ja, je näher wir zu meinem Initial Stop kommen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Trade noch funktioniert. Und weil sich die Wahrscheinlichkeiten ändern, also ich denke immer nur in Wahrscheinlichkeiten, weil die sich ändern, reduziere ich die Positionsgröße. Ja? Und das ist ein ganz, ganz sinnvolles Tool. Also ich versuche, all mein Trading eigentlich nur dahingehend aufzusetzen, dass ich mit Wahrscheinlichkeiten arbeite. Und ich schaue ständig, Nummer eins, ich frage Nummer eins, ich mir stelle, wenn ich diesen Trade eingehe, von meiner Statistik, von meinen Erfahrungen, die ich aber eben auch ja, statistisch sozusagen überprüft habe, ist es ein sinnvoller Trade, der mir ein Edge, einen Vorteil gibt. Das heißt, ist es wahrscheinlicher, dass der Markt in meine Richtung läuft? Okay, Punkt eins ist erledigt. Wenn das der Fall ist, dann versuche ich in diese Richtung an einem guten Level zu traden. Das gute Level können immer mehrere Level sein, aber es hängt ein bisschen von Aggressivität ab. Denn der nächste Punkt ist aber, ändern sich im Laufe des Trades die Wahrscheinlichkeiten? Denn es ist ja ganz logisch, wir können uns das im Prinzip so vorstellen, ich male das hier mal auf. Also, wenn das hier 100% sind, die Wahrscheinlichkeit ausgestoppt zu werden. Also hier ist die Wahrscheinlichkeit, hier oben steht die Wahrscheinlichkeit. Ja, so, ich schreibe das gleich weiter aus. Und hier ist die Entfernung zum Stopp. Ja, Entfernung zum Stopp. Ja, so. Jetzt ist es ja logisch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine 10 habe, hier eine 20, ja, eine 30. Jetzt ist ja logisch, wenn ich nur einen Punkt entfernt bin von meinem Stopp, ist es fast 100%. Ja?
So, und je weiter, es ist da logisch, dass ich weniger wahrscheinlich, dass ich ausgestockt werde bei 30 als bei 20 als bei 10. So, das heißt, ich kriege hier irgendwie eine Gerade, die läuft so, die läuft zwar nicht linear runter, aber die Wahrscheinlichkeiten, je weiter ich weg bin vom Stopp, dass ich ausgestopft werde, sind niedriger, logischerweise. Wenn der Markt jetzt aber Richtung meines Stopp läuft, dann nähere ich mich ja dem Stopp und die Wahrscheinlichkeiten, dass ich ausgestopft werde, steigen. Und anstatt da passiv zuzuschauen, und zu sagen, na gut, dann wird der Trade eben ausgestoppt, mache ich etwas, indem ich beginne, meine Risiken zu reduzieren, indem ich die Positionsgröße verkleinere. Ich nenne das Scale-out. Ja, das ist letztendlich genau der Punkt. Wenn ich im Verlust bin, dann hoffe ich nicht, sondern reagiere sofort darauf, weil Verluste an sich sind nichts Dramatisches, die gehören zum Geschäft. Ja? Wenn ich meine Statistiken angucke, dann treffe ich irgendwie 51, 52% oder so. Mehr treffe ich da gar nicht im Durchschnitt. Das heißt, die restlichen Trades sind Verlusttrades, aber die sind viel, viel kleiner als meine Gewinntrades. Und das ist eben ja, Sinn der Sache. Ja, sehr clever. Also das war auch nochmal eine gute Aussage mit dem Chance-Risiko-Verhältnis, ne, mit dem CAV, wo du ja sagst, ja, diese 3 zu 1 oder die 2 zu 1, die immer propagiert werden, die bringen meine Wahrscheinlichkeit, dass eben mein Ziel erreicht wird, eigentlich in eine negative Richtung oder in eine schlechtere Position. So Richtig. Na, man kann es auch ganz einfach so sagen, wenn du zu gierig bist, dann wird dein Ziel nicht vielleicht. erreicht. Ja? Wenn ich sage, ich möchte, dass der DAX auf 15.000 steigt und steigt bei 13.000 ein, habe aber den Stopp bei 12.900, habe ich ein super Chance-Risiko-Verhältnis. Aber ganz ehrlich, 100 Punkte muss der nur gegen mich ticken und der muss 2.000 Punkte für mich laufen. Jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn wohl wahrscheinlicher, was passiert? Ja? Und die Chance-Risiko-Verhältnis gibt ja dann nur deine Auszahlung, also das wievielfache bekomme ich ausgezahlt von meinem Risiko. Aber wenn ich das jetzt multipliziere mit den Wahrscheinlichkeiten, und ich habe eben nur eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, ja, dass das überhaupt erreicht wird, 1 oder 2%, dann reicht diese hohe Auszahlung nicht aus, um die Wahrscheinlichkeit, dass ich nämlich ausgestoppt wird, zu decken. Und dann ja, wird der Trade letztendlich negativ. Und ihr seht schon, wenn man sich mit Training beschäftigt, viele beschäftigen sich unheimlich viel mit den Charts und versuchen da aus der kleinsten Kerze was rauszulesen. Das ist kontraproduktiv, sage ich euch, weil das ist eine Beschäftigungstherapie. Womit ihr euch beschäftigen müsst, ist mit Wahrscheinlichkeiten. Und ihr müsst die Wahrscheinlichkeiten beginnen zu verstehen und mit diesen Wahrscheinlichkeiten dann arbeiten. Ja, und das ist im Prinzip auch, was ich mit meinen Schülern mache, also was ich denen versuche beizubringen. Also wie gehe ich vor? Natürlich muss ich ein Setup haben. Das heißt, ich muss einen Vorteil finden, muss ein Edge haben, warum der Markt überhaupt von einer Wahrscheinlichkeit mehr in die eine als in die andere Richtung laufen sollte. Aber da muss ich eben auch lernen, mit diesen ganzen Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten und immer darauf zu reagieren. Ja. Ja gut. Ich habe jetzt noch mal eine Frage hier aus dem Publikum. Du hattest ja vorhin so wunderbar den Mini-DAX erklärt und da die Eröffnungsstrategie. Da war jetzt noch mal die Frage, du hast die Order platziert. Wird die zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder rausgenommen oder nach 9 Uhr oder wie ist da die Regel? Na, wir sehen jetzt ja erstmal, ist sie noch aktiv tatsächlich. Und ich lasse sie tatsächlich auch bis 9 Uhr aktiv. Um 9 Uhr oder ganz kurz vor 9 wird sie dann storniert. Weil ja, dann ist sozusagen, also die Rückkehr zur Öffnung kann tatsächlich über den ganzen Tag stattfinden. Das heißt, wenn die ausgeführt würde, warte ich oder hoffe ich auch, dass es dann kann das auch um 11 oder um 10 oder um heute Nachmittag der Rücklauf erfolgen. Das ist also nicht das Problem. Aber tatsächlich die Wahrscheinlichkeiten, die wir ja mal ausgerechnet haben und wo wir geguckt haben, hier, was ist denn der Durchschnitt, wo wir uns wegbewegen, das habe ich ja nur für die Eröffnung gerechnet, also für die erste Stunde. Ja. Und das heißt, das ist die durchschnittliche Spanne und die wird natürlich nach der ersten Stunde größer, häufig. Und deswegen kann ich dann nicht mehr mit diesen Einstiegen arbeiten. Das heißt, da muss ich dann tatsächlich dran hingehen und das dann stornieren. Das heißt, jetzt haben wir 8:52 Uhr. Das Ding ist jetzt noch kurz aktiv für ungefähr 5, 6 Minuten. Manchmal auch genau bis 9. Das hängt so ein bisschen von den Marktbedingungen ab, aber generell ist das so der Zeitpunkt, wo das storniert wird. Also nach 9 ist es definitiv draußen. Okay, super. Ja, ich hatte es vorhin schon mal angekündigt, du bist ja auch hast ja ein bisschen die Ausbildung auf die Fahne geschrieben, was ich ja auch toll finde, dass man seine Fähigkeiten dann weitergibt und
ja, auch andere davon profitieren lässt. Und vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen. Ja, gerne. Also was wir machen, ist tatsächlich eine komplette Ausbildung. Das heißt, wir machen jetzt nicht irgendwie ein oder zwei Seminare, wo die mal mit dem Thema Trading zu tun haben, sondern was es bei uns gibt, ist eine Ausbildung, die läuft über vier Level. Und jedes dieser Level hat sozusagen, also wir beginnen mit dem Level 1, das ist eine Einführung, die geht 90 Tage lang, da lernt man die ganzen Grundbegriffe vom Trading, aber auch schon zwei von meinen Strategien. Und dann geht es, das ist die sogenannte Level 1 Take-Off-Seminar. Ja, dann geht es aber eben auch weiter mit dem Level 2, wo wir sagen, wenn du dieses Level 2 hast, dann kannst du nebenberuflich bereits erfolgreich traden, wenn du dich an diese ganzen Regeln hältst, die wir dort eben auch aufstellen. Und Level 3 und 4 ist für die, die sagen, ich möchte hauptberuflich vom Traden leben, ich möchte professioneller Trader werden. Die lernen dann eben noch für bestimmte schwierigere Marktbedingungen, in schwierigen Marktbedingungen zu handeln, noch weitere Strategien, auch Optionsstrategien und dergleichen. Also diese ganze Ausbildung zieht sich, wenn man die von 1 bis 4 macht, tatsächlich auch über 2 Jahre hin. Aber auch schon allein das Level 1 geht 90 Tage und startet immer zum Quartal. Und das Schöne bei diesem Level 1 ist, es kostet 498 Euro. Aber wir haben ja mit euch, mit WSF, eine Kooperation. Und bei einer Kontoeröffnung bei WSF Invest gibt es ein Sponsorpaket. Das heißt, da kann man das quasi kostenfrei machen. Das heißt, man hat eben eine gute Ausbildung gleichzeitig mit seiner Kontoeröffnung. Und bei diesem 90-Tages-Take-Off-Kurs gibt es jeden Tag eine Videolektion. Es gibt 4 Live-Sessions mit mir, wo man Fragen stellen kann. Es gibt E-Mail-Tipps, die das Trading nochmal verbessern. Es gibt ganz, ganz viele Hinweise, um eben ja in dieses Trading-Geschäft gut einzusteigen. Und ist eigentlich der perfekte Einstieg, den man dann über 90 Tage machen kann. Und ja, wen das interessiert, wie gesagt, unsere Webseite. Wir haben einmal eine Academy-Webseite, das ist academy.tradak.info. Da kann man sich drauf registrieren. Da sind auch andere Kurse drauf. Also da zum Beispiel auch, da erkläre ich mal, wie ich bei der Real Money Challenge das aus dem Echtgeldkonto aus 10.000, damals waren, als ich das erklärt habe, 120, sind eigentlich dann 400.000 geworden am Ende des Jahres. Aber dieses Webinar, was hier Wahnsinn. drin ist, das habe ich im Juni gemacht, da war ich bei 120.000, habe ich das einfach mal erklärt, wie das geht. Man kann also dort einige Webinare sich anschauen, wenn man sich auf dieser Plattform registriert. Und ja, oder man geht eben auch direkt unsere Webseite www.tradak.info. Da gibt es eben dieses Take-off. Nächster Start ist am 1. Januar und man kann eben mit euch dieses Sponsorpaket nutzen, Konto eröffnen, kostenfreie Teilnahme an dem Seminar. Das ist, glaube ich, eine super, super Möglichkeit, die man da bekommt. Und für alle, die sagen, na, ich möchte überhaupt erstmal nur schnuppern, den kann ich vielleicht auch nochmal das Instagram-Account von der European Trading Academy. Also da müsst ihr European Trading Academy vorstellen. Da haben wir jeden Montag eine Trading-Idee. Das nennt sich Monday for Monday. Monday for Money. Wir haben dann kleine Erklärungen, nochmal so für Beginner sind das zwar Erklärungen, aber trotzdem ja ein bisschen Lifestyle, ein paar Fotos. Also es ist ganz interessant. Also könnt ihr uns auch gerne auf Instagram unter european.trading.academy folgen. Ja, oder eben ihr schreibt euch einfach auf der Academy-Seite schon mal ein und habt die Möglichkeit, hier an vielen guten Kursen auch kostenfrei teilzunehmen. Super. Ich danke dir, Bürger. Das ist auch eine tolle Möglichkeit, ne? Da kann man also wirklich super einsteigen. Und ja, wenn man Kunde bei uns wird, dann lohnt sich das, weil man eben hier dann mit dem Level 1 schon mal starten kann. Ja, quasi kostenfrei. Schon mal eine super Sache. Ich danke dir, Bürger. Wir haben schöne Einblicke bekommen in deine Eröffnungsstrategie und wissen jetzt, wie wir den Tag gestalten können mit DAX und Bund. Ich denke, die Zuschauer werden das auch ein bisschen verfolgen, wie es denn läuft. Und ja, und wir sehen uns morgen auch schon wieder, ne? Du bist ja morgen nochmal am Start. 15 Uhr genau. Morgen 15 Uhr bin ich dann nochmal mit dem Live-Training am Start. Genau. Da haben wir dann sozusagen die zweite wichtige Zeit eines Trading-Tages sozusagen, nämlich die Eröffnung dann bei den US-Märkten. Vielen Genau. Dank. Danke. Ciao.